Wissenschaft muss frei sein, weil ich sehe die Wissenschaft schon als die vierte Instanz und Säule einer Demokratie. Wir haben ja gerade etwas ganz Großartiges entschieden, den Pakt für Innovation. 120 Milliarden für die Wissenschaft. Und das sind nicht Drittmittel, sondern das sind Mittel für die Forschungseinrichtung, also für die Grundfinanzierung. Die Autonomie der deutschen Universität ist natürlich ein hohes Gut, das wir auch nicht einfach über Bord werfen sollten. Um aber jetzt mit der Wirtschaft zu arbeiten, bedarf es natürlich klarer Leitplanken, um eben nicht in die Gefahr zu geraten, Ergebnisse unterdrücken zu müssen. Wir denken nach über eine nationale Dateninfrastruktur. Das ist immens wichtig. Da muss sehr viel Denken, sehr viel Überlegung darauf verwendet werden, um das gut aufzusetzen. Und ich hoffe, dass wir in diesem Bereich der Ausbildung Zusatzstudiengänge bekommen, Möglichkeiten, Personal zu schulen, weiter auszubilden, damit wir überhaupt ansatzweise das Personal haben, um mit diesen Mengen umzugehen. Insbesondere wenn es um medizinische und eigene Gesundheitsdaten geht, könnte das zu einer sehr großen Verunsicherung führen, wenn man nicht versteht, wie diese Daten miteinander prozessiert werden. Wir brauchen wieder vertrauenswürdige Quellen, wir brauchen Leute, die man fragen kann, wir brauchen sehr, sehr guten Journalismus. Zunächst mal glaube ich, dass wir in Deutschland ein Programm brauchen, die Infrastruktur der Universitäten zu entwickeln. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich die neuen Wissenschaftler und Wissenschaftler, die wir über Drittmittelprogramme herrekrutieren, natürlich auch Strukturen brauchen. Die brauchen Labors, die brauchen Büroräume. Ich glaube, da ist viel nachzuholen. Die Wissenschaft gehört den alten weißen Männern noch, aber wir Frauen haben schon angefangen, an deren Stuhl zu sägen und müssen das nur noch jetzt zu Ende bringen.